starke Supermutantenbewegung in DC. Sie sind aber nicht so. Ja, es tut mir auch wirklich leid, dass man jetzt sowas, aber Part für Part uns das hier sowas reinziehen müssen. Warum kriege ich hier eigentlich das nicht runter? Ach, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Was kam beim letzten Scan aus? Naja, gut. Coca-Colas. Ja, wie gesagt, es ist halt, hier haben wir sehr gute Informationen. An diesen Computer müssen wir nachher nochmal rangehen. Ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit Pride. Mit den Lions Pride. Vargas, kann ich helfen? Auch nochmal hin. Ah, ihn fragen Sie die Gelehrte Jameson. Ach, doch nicht. Haben wir mit Vargas schon geredet? Der. Wer ist er? Hä? Du bist aber schnell, Artemis. Captain Dusk. Was ist Ihre Geschichte? Ich kann jedem Gegner über eine Entfernung von mehr als 200 Metern den Kopf wegpusten. Ich bin der beste Schütze in der ganzen stählernen Bruderschaft. Nicht einmal Corwin kann so viele Abschüsse wie ich aufweisen. So ist das mit mir. Er hat aber gerade was anderes behauptet. Oder er hat noch was anderes behauptet. Egal. Sie meinen wohl, Sie waren der beste Schütze. Sie waren der beste Schütze. Jetzt bin ich hier. Aha, geil! Hey. Also, irgendwelche Kommentare zur Enklave? Ganz offen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob einer dieser Helme auf 100 Meter Entfernung ein Heilmantelgeschoss stoppen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Ich kann Ihnen sagen, dass die mit der starken Rüstung, die Meister, schwere Waffen wie Miniguns und Raketenwerfer bevorzugen. Wollen Sie meine Empfehlung hören? Ein Kopfschuss aus sicherer Entfernung. Bleiben Sie dieser Fleischhandmaschine wirklich fern. Man hört sie wieder ganz schlecht. Das habe ich jetzt eigentlich angeklickt. Was gibt es über die Lions Pride zu sagen? Was machen Sie hier? Dark Gallows. Ja? Soll ich auch schweigen? Nee, dann ist er, glaube ich, sagt er nicht. Sind Sie nicht. Was? Sie sind nicht sehr gesprächig, was? Nicht sehr gesprächig. Um was geht's? Also, irgendwelche Kommentare zur Enklave? Menschen. Sie kommen zur Welt, sie leben und sie sterben. Ende der Geschichte. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Oh, Mann. Sarah weiß meine Hintergrund. Ich erfülle eine Rolle, die außer mir. Sie sind so leise. Was ist Ihre Spezialität in der Lions Pride? Ist das dumm? Jawohl, Soldat. Sowas wie... Leuten den Arsch abwischen oder was? Der gelehrte Peabody erzählte mir, dass wir schon mal Waffen der Enklave. Sie machen einen Schleimhaufen aus einem. Wie zur Hölle wehrt man sich dagegen? Werde wohl zum gelehrten James. Egal. Wie wehrt man sich dagegen? Einfach nicht treffen lassen wäre die beste Variante. Oh, die Flagge ist mir noch nie aufgefallen. Die wird dann Wind geweht. Ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so eine Flagge steht, die rumweht. Schon ein bisschen älter. Was ist das? Kampfmesser. Seien Sie gegrüßt. Zuckerbomben. Zuckerbomben. Nehmen mich einfach mal alle mit jetzt. Meierlock, Kuchen. Wer hält es
Ja, hier ist sie wieder, Sarah. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wo ich ja eigentlich nicht viel weitergelaufen bin. Ich weiß. Bin bestimmt schon wieder da, wo ich schon vorhin war. Oh. Sind noch ein paar Marken. Oder eine. Seien Sie gegrüßt. Kodiak. Seien Sie gegrüßt. Ich heiße Greg. Greg Bear. Die meisten nennen mich einfach Kodiak. Ich habe von diesem Schlamassel am Aufbereiter gehört. Keine Sorge. Hier sind Sie in Sicherheit. Hm. Was ist mit diesen Gallows? Er ist eigentlich gar kein so übler Kerl. Der Junge redet nur nicht viel und denkt die ganze Zeit immer nur an militärische Angelegenheiten. Ich sag Ihnen was, er ist der zäheste Mistkerl hier und hat nur Arbeit im Kopf. Wir übrigen gönnen uns auch mal eine Auszeit, aber Gallows nicht. Es läuft sogar eine Wette, ob jemand seinen wahren Namen herausfinden kann. Reden Sie mit Glade darüber. Er wird Ihnen alles erzählen. Das ist geil, das kann man nämlich benutzen, die Wette. Wie sind Sie zur Bruderschaft gekommen? Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich bin nur wegen dem ältesten Lines hier. Ich bin nämlich im Pit aufgewachsen. Waren Sie schon einmal dort? Ja. Pit liegt etwa 500 Kilometer im Nordwesten. Der Ort ist ein Albtraum. Dort fließen drei verstrahlte Flüsse zusammen. Die Leute dort waren schlimm. Aber dann ist die stählerne Bruderschaft dort eingerückt und hat gewaltig aufgeräumt. Sie haben diese Säuberungsaktion, die Geißel, genannt. Hm, genau. Worum ging es bei der Geißel? Es war eine Operation der Bruderschaft. Sie rückten ein und säuberten den Ort. Viele Leute waren sowieso nur halbmutierte, krebsgeplagte Kreaturen. Diese Leute, Vergewaltigungsbanden, Foltertrupps. Dort herrschte das reinste Chaos. Die Geißel ist das Beste, was dagegen passieren konnte. Das war lange vor der Befestigung der Zitadelle. Es war Teil der frühen Aufklärungsarbeit, nachdem die Bruderschaft in dieses Gebiet gekommen war. Eines Nachts stürmte ein Trupp von Brüdern unter der Führung von Paladin Lines über Mount Wash in die Stadt und zerschlug jeglichen Widerstand. Sie standen einer überwältigenden Überzahl gegenüber und haben trotzdem die Stadt vollkommen überrannt. Krass. Wo sind sie geflüchtet oder was war denn so schrecklich? Was war denn da so schrecklich? Als die Bruderschaft die Gegend durchkämmte, trieb sie alle nicht mutierten Kinder zusammen, die sie finden konnte. Es waren nicht besonders viele. Ich und etwa 20 andere. Je jünger wir waren, desto geringer war die Chance, dass wir mutiert waren. Eine hässliche Arbeit, aber sie war nötig. Ich werde nie den Anblick vergessen, wie die stählerne Bruderschaft im Morgengrauen den Berg herabgestürmt kam. Wie sind Sie wieder hergekommen? Was ist mit Ihren Eltern passiert? Woher soll ich das wissen? Ich habe sie nie gekannt. Ich lebte auf der Straße und kämpfte mit Ratten um Nahrung. Was ist mit den anderen Kindern aus Pit passiert? Alle von ihnen wurden zu Neulingen. Die meisten wurden später zu Brüdern. Viele sind im Kampf gefallen. Ich bin der einzige Überlebende der Geißel von Pit, der noch in der Zitadelle stationiert ist. Aha. Der älteste Lions brachte uns alle zurück in die Zitadelle. Er sagte, das sei der sicherste Ort, den er kenne. Der Umbau war noch im Gange. Er brachte uns als Neulinge rein und behielt uns wachsam im Auge. Er war hart, lehrte uns aber zu überleben. Er ist für mich so etwas wie ein Vater. Das ist echt erstaunlich, Kodiak. Oh, fertig, ich bin fast eigentlich. Am erstaunlichsten war der älteste Lines. Er riskierte gegen eine besser bewaffnete Überzahl alles. Ich werde ihm nie genug dafür danken können. Darum gebe ich mein Bestes, um der Bruderschaft zu dienen. Ich weiß, dass es das ist, was er wirklich will. Das werden Sie schon noch verstehen. Okay. Also irgendwelche Kommentare zur Klarung? Unter dieser Rüstung steckt Fleisch und jedes Fleisch kann zerhäckselt werden. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Ich habe mehr dieser gelben Frankenstein-Monster getötet als jeder andere Kämpfer der Pride. Außer Gallows mit seinen nächtlichen Alleingängen. Was gibt's über Lions Pride zu sagen? Die Bruderschaft ist eine Sache, aber die Pride, die Besten der Besten.
Jeder einzelne von uns. Von der Wächterin Lines persönlich ausgewählt. Was ist Ihre Kampfspezialität in der... Zum Teufel, ich mache alles. Aufklärung, Abbruch, taktischer Angriff. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich bei der Pride das Mädchen für alles bin. Ah, okay. Muss es wohl auch gehen immer. Okay, das ist ja nett. Dieser Kodiak. So, jetzt müssen wir mal... Darf man fragen, was das soll? Dusk. Mit wem sollte ich reden? Wegen der Wette? Jetzt legt er einfach ins andere Bett. Geil. Es sind so verdammt viele Terminals und mit haufenweise Informationen, das weiß ich noch. Hier sind so viele Leute, ich hasse es. War das mit Ihnen, Artemis? Wie kann ich helfen? Nee, ich glaube nicht. Sawbones. Bitte nennen Sie die Art Ihres medizinischen Notfalls. Oh, das ist doch nicht der Arzt. Auswahlprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. Behandlung wird vorbereitet. Fehler. Sawbone hat sie verletzt. Autsch, das tat weh. Was zur Hölle? Warum hast du mir Schaden zugefügt? Du bist ein Medizinroboter. Ja. Im medizinischen Subsystem ist ein Fehler aufgetreten. Bitte führen Sie eine Diagnose der zweiten Ebene durch. Wissenschaft? Ich hatte doch Roboter-Experte. Na egal. Wissenschaft führe eine Level-2-Diagnose auf den medizinischen Subsystem. Befehl akzeptiert. Systemdiagnose der Stufe 2 wird gestartet. Bitte warten. Aufzugsmusik. Geil. Diagnose abgeschlossen. Die Resultate zeigen eine Verschlechterung der Stufe 7 im neuronalen Pfad 0x63A82 an. Keine weiteren Daten verfügbar. Blabla, neuronalen Pfad schließen und verbleibende Funktionen umleiten. Wofür ist die Nervenbahn zuständig? Sag mal, könnte ich dich umprogrammieren, um Menschen zu töten? Der neuronale Pfad 0x63A82 steuert die Schnittstelle zur motorischen Kontrolle, die die medizinische Software und die Greifarme der Einheit verbindet. Der derzeitige Schaden verursacht unberechenbares Verhalten und kann dazu führen, dass die Einheit außerhalb der vorgesehenen Parameter funktioniert. Ja. Neuronaler Pfad 0x63A82 über neuronalen Pfad 0x374E82 umgeleitet. Bitte warten. Motorenfunktion vollständig wiederhergestellt. Die Diagnose zeigt keine kritischen Ausfälle. Vollidiot. Außerprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. Behandlung wird vorbereitet. Bitte stillhalten. Ja. Medizinische Prozedur abgeschlossen. Weitere Anweisungen? Nein. Bestätigt. Bin auf dem Weg. Sehr schön, sehr schön. Mit X. Was haben wir hier? Eine Schere? Wollen wir nicht... Ja klar, ich darf hier einfach mal alles hacken. Oder aufmachen. Das war hier irgendwie auch sehr komisch. Das ist irgendwie nicht... unmoralisch ist hier, um was aufzubrechen und so. Stimpaks, Redaway, Red X, Mad X, das nehmen wir alles. Oh, was haben wir denn hier jetzt alles? Oh, das wird noch ein bisschen schwieriger. Toll. Oh Mann, hier gibt's richtig viele Wörter noch. Wahnsinn. Ja.
Okay, scheiße, kein Leben bekommen. Ach komm, machen wir es auf dem schnellen Weg, oder? So. Schneller Weg ist gut. Ist ätzend der Weg. Aber die Chance, dass man hier was erwischt, ist immer recht hoch. Seht ihr? Deswegen ist das schneller, als wenn ich jedes Mal die Codes raussuche. Hallo Sawbones, sie blöder Einfallspinsel. Hier ist Glade, ich habe wieder Ihren Terminal gehackt. Ändern Sie schleunigst Ihr Kennwort, bevor ich alle Ihre dämlichen Roboter... Was? Gedichte lösche? Was ist das für ein Scheiß? Als wenn der Roboter irgendwelche... Verlustbericht. Paladin Blanchett, ehrenvoll im Kampf gefallen. Paladin Jennings, ehrenvoll im Kampf gefallen. Paladin Stein im Einsatz vermisst, wahrscheinlich tot, ehrenvoll im Kampf gefallen. Paladin Sabagachi, ehrenvoll im Kampf. Alles Selbstmord. Okay. Ritter Patricus, was? Patriarchus oder so? Im Kampf vermisst, wahrscheinlich tot gefallen. Blablabla, Neuling, Verona, vermisst. Ehrenvoll im Kampf, im Einsatz vermisst. Oh, Trainingsunfall. Okay. Notizen zur Blinddarm-Operation von. Keine Ahnung was. Kreissäge war effektiv, aber Nähen des. Schnitz war ineffektiv. Wundätzung mit hoher Temperatur war erfolgreich. Einsatz haben wir erfolgt. Schmerzpatienten irrelevant. Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Verfahrens 100%. Ah, ja. Beschauliches Schweben. Ein Gedicht. Ach nee. Das vom Roboter. Das Blut der stählernen Bruderschaft ist rot. Ionische medizinische Impulsstrahlen sind blau. Stahl ist besser als Fleisch, was auch für Subprozessoren für künstliche Intelligenzen gilt. Was ist das für ein Scheißgedicht? Oh weia, ey. Medizinisches. Achso, ja gut. Das hier, das Lager hätten wir nochmal drin. Wieso hat der Roboter Gedichte geschrieben? Das ist so doof. Oh, hier gibt's noch mehr und hier gibt's eine verdammte Jagdflinte. Glade, genau, mit ihnen sollten wir reden. Was hast du denn hier Schönes? Es freut mich, dass Sie und diese Lee es ungeschoren hierher geschafft haben. Hab gehört, was am Aufbereiter passiert ist. Verteufelte Sache. Ich möchte über Gallo sprechen. Ich habe deinen Namen herausgefunden. Ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet. Also, irgendwelche Kommentare zur Enklave? Monster zu bekämpfen ist ja ein Ort. Aber wir hatten noch nie mit trainierten Gegnern zu tun. Sogar ihre Technologie ist besser. Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Pride tötet Sie. Und wenn es sein muss, opfere ich dafür mein Leben. Ich hoffe nur, dass das nicht nötig ist. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Nichts stirbt so wie ein Monster. Colvin hat einmal einem auf 200 Meter Entfernung das Bein abgeschossen. Das Ding wirbelte herum wie ein Eisläufer. Das ist doof. Was gibt's über den Lion Pride zusammen? Die besten Elite-Streitkraft, die in der stählernen Bruderschaft je geschaffen wurde. Jeder von uns wurde von der Wächterin Lions persönlich ausgewählt. Das ist eine sehr große. Terra ist der Inbegriff für kämpferisches Können. Was ist denn Ihre Aufgabe in der Welt? Schwere Waffen, Miniguns, Raketenwerfer. Wenn etwas größer ist als ein Mensch und Bumm macht, gehört es mir. Okay.
Ich dachte mal kurz, haben wir die Wette noch vertiefen mit ihnen. Seien Sie gegrüßt. Gani hatten wir schon mal. Ihre Anwesenheit Grenzen. Ehrt uns. Seien Sie gegrüßt. Ich bin die Gelehrte Jameson. Es hat sich herumgesprochen, was Sie durchgemacht haben. Mein Beileid zu dem Verlust Ihres Vaters. Sagen Sie Bescheid, falls ich Ihnen helfen kann. Ich habe ein paar Fragen zur Bruderschaft. Das ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen. Was möchten Sie denn gerne wissen? Voran glaubt Wir glauben an die Technologie und den Triumph der Errungenschaften unserer Ahnen über die Gräuel und Schrecken des Ödlands. Wir glauben an Vertrauen. Vertrauen in die Technik. Vertrauen in unsere Brüder. Vertrauen in unsere Ältesten. Und wir glauben an den Sieg. Unsere Streitkräfte sind geschrumpft, aber wir kämpfen weiter. Ob Supermutanten oder Enklave, wir ergeben uns nicht. Wer sind die Mitglieder der Sternenbruderschaft? Der älteste Lyons führt uns. Sternpaladin Cross ist ein Seneschall. Wächterin Lyons, des ältesten Tochter, befehligt unsere Elitetruppe Lyons Pride. Die Paladine führen die Ritter, die den Kern der Bruderschaft bilden und das Ödland durchkämmen, um Böses zu vernichten und Technologien zu bergen. Der gelehrte Rothschild leitet die Gelehrten bei ihrer Aufgabe, Wissen zu sammeln und die von der Bruderschaft erlangte Technologie nutzbar zu machen. Wie sieht's mit der Geschichte der Bruderschaft aus? Wir kamen im Jahr 2255 ins Ödland der Hauptstadt. In den ersten Jahren haben wir die Zitadelle, die Supermutanten und Projekt Purity entdeckt. Ja, der Aufbereiter, was für ein Unterfangen. Die Arbeit ihres Vaters und seines Teams war großartig. Die Bruderschaft hat sie beschützt, wissen Sie? Es ging eine Weile gut, aber wir waren selbst damals nur sehr wenige und mussten uns zurückziehen. Als wir das taten, wurde das Gebiet überrannt. Ich glaube, damals hat ihr Vater uns verlassen. Es tut mir leid, ich wünschte, die Dinge wären anders gelaufen. Alles klar. Ein Holoband. Oh je. Das wirft Licht auf eine traurige Angelegenheit der Bruderschaft. Doch vielleicht können Sie uns bei dieser Angelegenheit helfen. Falls Sie etwas Zeit haben, möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Klar, ich habe alle Zeit der Welt. Wie wär's, wenn Sie das Gequatsche lassen und mir gleich sagen, was sie wollen. Gut. Wie Sie sicher bemerkt haben, ist die Bruderschaft in allen Ruinen Washingtons tätig. Oft vom Hauptstützpunkt hier in der Zitadelle getrennt. Da wir nur wenige Kommunikationseinrichtungen besitzen, arbeiten viele der Einsatzgruppen als unabhängige Zellen ohne direkte Befehle. Manchmal führen ihre Missionen leider zu ihrem Tod. Als Hüter der Schriftrollen ist es meine Pflicht, die Taten jedes gefallenen Bruders festzuhalten. Und ohne Funkausrüstung ist nicht klar, was mit ihnen passiert. Sie haben den nicht mal Überblick. Ohne Funkgeräte weiß ich nicht, wo sie sind. Wenn ein Bruder im Einsatz fällt, gibt es vielleicht niemanden, der mir von seinem Tod berichten kann. In ruhigeren Zeiten konnten wir Boten schicken, um mehr von ihnen zu erfahren. Aber mit so wenig Leuten können wir uns diesen Luxus nicht leisten. Und genau deshalb bin ich gezwungen, um Hilfe zu bitten. Jeder Bruder trägt eine Holomarke wie die hier. Sollten Sie einen gefallenen Bruder im Feld finden, bringen Sie mir bitte seine Marke, damit ich seine Heldentaten in den Schriften verewigen kann. Was sind das für Schriftrollen, die Sie erwähnt haben? Vom Bibliotheksleiter jedes Bruderschaftsbunkers werden Schriftrollen geführt. Die Schriftrollen sind Aufzeichnungen über die Bruderschaft selbst. In den Rollen sind die Namen und Taten aller Brüder verzeichnet. Kämpfe, die von ihnen geborgene Technologie, das Datum ihrer Beförderung, alles. Der letzte Eintrag für jeden Bruder betrifft seinen Tod. Das ist wichtig, denn wie ein Mann stirbt, ist genauso wichtig wie seine Werke. Auf diese Weise geht jeder Mann, der ehrenhaft der Bruderschaft dient, in unsere Geschichte ein, damit ihm alle gedenken, die nach ihm kommen. Wo bekomme ich die Holomarken? Erkennungsmarken finden Sie bei unseren gefallenen Brüdern in den Ruinen Washingtons. Ich kann Ihnen aber keine Auskunft über die Einsatzorte geben. Wie ich bereits sagte, operieren viele der Einsatzgruppen unabhängig und melden sich manchmal Wochen oder Monate lang nicht in der Zitadelle. Warum schicken Sie nicht Ihre eigenen Leute auf die Suche nach den Aufgrund der Zunahme der Supermutantenaktivitäten und der Erlasse des ältesten Lyons hinsichtlich unserer Ziele haben wir viel zu wenig Männer. Jeder Soldat, den ich mit dieser Aufgabe betraue, würde uns bei Kampfeinsätzen draußen oder bei der Verteidigung der Zitadelle fehlen. So sehr es mir auch widerstrebt, Außenstehende hinzuzuziehen, so ist es doch notwendig, um zur Ehrung der Toten die Schriftrollen führen zu können.
Was bekomme ich, wenn ich einen dieser Erkennungsmarken hole? Wir haben Zugang zu sehr vielen Technologien. Aus diesem Grund sind wir in der Lage, verschiedene Dinge weiterhin zu produzieren. Ich kann Ihnen für die Erkennungsmarken, die Sie mir bringen, Kronkorken anbieten. Aber manchmal kann ich Ihnen auch etwas Interessanteres geben. Ich möchte was über die... Nee. Ich würde gerne etwas über die Gelehrten erfahren. Bei den Gelehrten gibt es mehrere Orden. Jeder dieser Orden befasst sich mit einem... Ja, das kann man aber schon. Was sind diese Orden? Der Orden des Schwertes ist für die Waffen... Die Verteidigung... Kennen wir auch. Welchen Orden gehören Sie, der Feder? Ich bin der Anwalt des Ordens der Feder und leite die Archive und die Bibliothek hier in der Zitadelle. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Geschichte der Bruderschaft zu erhalten und die Geheimnisse der Vorkriegszivilisation zu entschleiern. Wir haben einen einzigen Außendienstpartner, die Gelehrte Yearling. Sie arbeitet von der ehemaligen Kongressbibliothek im Nordosten aus. Genau, da die kennen wir schon. Die haben aber unsere ganzen Bücher verkauft. Ich möchte etwas über... Nein. Also irgendwelche Kommentare zu... Mir fällt da schon einiges ein. Aber das ist alles nicht sehr damenhaft und nicht für Diskussionen geeignet. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bruderschaft der Enklave schon einmal begegnet ist und dass ihre Motive damals ebenso finster waren wie jetzt. Ich möchte Sie was über die Holo... Nein, das habe ich da eben schon. Möchten Sie... Die Bruderschaft bekämpft die Supermutanten seit Jahrzehnten. Angefangen hat es im Westen, danach in Chicago und jetzt hier. Aber diese Gruppe von Supermutanten ist irgendwie anders. Körperlich wie geistig. Wenn wir wüssten, woher sie kommen, wüssten wir, woran das liegt. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Wissen ist doch, wir können uns die... Ja, bla. Wir wollen ihr noch die Holomarken noch geben. Ich habe eine Holomarken gefunden. Es betrübt mich, von meinen gefallenen Brüdern zu hören. Aber ihre Namen und Taten werden aufgezeichnet. Wie viele haben sie gefunden? Ihre Namen werden in die Schriftrollen eingetragen und uns für immer in Erinnerung bleiben. Hier die Belohnung. Sie sollte klug und bei voller Gesundheit eingesetzt werden. Ich freue mich auf... So, naja,